Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Castle Crashers. Wir sind hier beim Schmied, er klopft schön, wir haben ordentlich was erledigt, wir haben den letzten Part richtig heftig zugebracht, also das war schon richtig übel und so weiter und so fort. Und es gab ein sexy Volleyballspiel. Oh. Zumindest wenn man auf große Männer in... Also letzten Part haben wir echt gefailt bei den Geschicklichkeitssachen. Ich meine, es ist ein Prügelspiel und wir fangen an, so einen Scheiß zu machen, also ganz ehrlich. Ja, dafür haben wir es auch gekauft. Wir wollen hier keine Geschicklichkeitseinlagen machen hier. Wir wollen nur drauf. Guck dir mal, was auf der Karte ist. Hirsch schwimmt weg vor Weißfisch. Aber der Hirsch hat eine... Der Hirsch trägt Flügel. Ah, gefluteter Tempel. Ein geflügelter Hirsch. Ist es ein Flirsch? Oh, das ist die Statistik. Ja, gehen wir denn jetzt rein. Nehme ich auf, wo die Musik warte. Ja. Nehme auf. Dumm, die dumm, die dumm. Sorry, ich musste sicher gehen. Ein versteinerter Gegner, ich glaube, das ist ein Hinweis. Ah, ich weiß, wer der Boss ist. Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir für diese Tür was brauchen. Sandwich? Mach du mal. Mach du. Nein, mach du. Nein, mach du. Nein, mach du. Du bist kurz zum Level up. Ah, okay. Ah! Ich glaube, wir brauchen für diese Tür ein Horn. Tatsächlich. Und die Musik ist gut. Ist großartig. Ja, ich glaube, wir müssen hier weg. Wir brauchen ein Hörnchen. Ein Singhörnchen. Nee, tatsächlich, jetzt geht's weiter. Ah, hier im Sumpf gibt's auch Sachen, dafür bräuchten wir allerdings den Vogel. Kacke. Ja, okay. So, farmen wir später die Sachen. Ja, okay, ja. Machen wir dann offscreen. Na, wie lange können wir zuschauen? Klettrepäre. Da sind Typen und die reden miteinander. Ah, sie überlegen uns zu helfen. Ich hatte jetzt kurz die Übersicht wieder verloren. Wer bin ich? Ach so, stimmt. Ja, ich bin der Rosane. Oh Mann, dass es Übersicht flöten geht. Okay, die wollen anscheinend, dass wir ihnen helfen. Ja, ein paar extra Mobs ist immer gut. Nee, du sollst ja das, du brauchst das Geld. Hinter dem Haus ist, glaube ich, ein Dings. Hinter? Ich komme da gar nicht ran. Endlich, Dejan ist Level 15. Hinter einem Haus ist was versteckt, eine Waffe. Ja, aber man kommt irgendwie kommt man so noch nicht ran. Ich weiß, mittlerweile sind richtig geile Sachen mitunter versteckt. Ich glaube aber mittlerweile braucht man wirklich den Vogel für sowas. Wow, die Skelette sind aber schon... Ups, jetzt habe ich geklickt, Moment. Ach, egal. Ist aber mitunter ziemlich teuer. Ja, weiß ich doch. Danke, dass du das isst. Oh, fies, wie ich ihn in der Luft halte. Angel. Sometimes I wish I had an angel. Ging das noch nicht so? Oh Gott, jetzt fange ich schon an zu singen. Es wird richtig schlimm. Oh, geht schon. Zum Glück kann man ja sowas mal rauslöschen. Machen wir einfach stumm. Ja, Marsch. Das bleibt drin. Muss drin bleiben. Komm, lass dich stampfen. Stampfen kannst du nur, wenn du den schweren Angriff benutzt. Ja, so, ich glaube, hier wäre jetzt was versteckt. Und hier könnte mir jetzt der kleine... Na also. Was hat der für Werte? Plus 1 Stärke. Hier, nimm den Hammer mal auf, den schon, da oben. Geh da hin. Geh da schnell und hol ihn. Ja, ich hab ihn schon. Aber ich bin anscheinend nicht das richtige Level. Los geht's. Ein Friedhof. Wird das jetzt hier so wie bei... Oh. Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh, shit. Sandwich. Okay, Sandwich. Oder Bumerang. Ich hab keine Heiltränke. Oh shit, ich hab vergessen einzukaufen. Zum Glück treffen die Gegner dafür sich gegenseitig, wenn man sie doch irgendwo wirft.
Aber trotzdem, irgendwie jetzt... Ich habe keine Heiltränke mehr. Benutzt dein Sandwich bitte, ich habe auch nichts mehr. Oh okay. Mann. Spürt die Kraft des rosa Giganten. Ja, wirklich klasse. Mhm. Guck mal. Ja. Guck, ich flieg. Abs. Hast du es gesehen? Stairway to Heaven oder was? Genau. Oh, die beiden Typen sind tot. Wenn ich jetzt aus dem Bildschirm gekommen wäre, wäre ich dann tot gewesen? Nein. Okay. Das ist ja bei manchen. Ich fahre dabei einfach von selber runter. Ja, das ist ja bei anderen Spielen so. Oh, scheiße. Hier, nimm Geld. Danke, Mann. Oh, die beiden sind tot. Die beiden, die weitergelaufen sind. Hm. Gibt's da hinter was? Yep. Hab ich jetzt Critical Hit? Ja, da gibt's tatsächlich was. Ja, du bist tot. Ich bin tot. Muss mich wiederbeleben. Warte, jetzt weiß ich's wieder. Ich weiß, dass hier was ist. So. Ja. Hä? Ja, ein Gegner ist da. Jetzt habe ich meinen letzten Heiltrank vergeigt. Scheiße. Schlag den Typen mal tot. Wir machen schlimme Dinge hinter ihnen, hinter der Wand, wo keiner sieht, weil keiner zusieht. Warte doch mal, bleib doch mal stehen. Bleib mal stehen, ja. Dass die Kamera sich bewegt. Ja. Na komm. So. Die Schaufel aus und so. Okay, während du langsam so in dem Meter pro Meter, Pixel pro Pixel erstmal absuchst. Hier ist was. Ja, wo ist nur die Frage? Ah, was ist es? Leap auf, schnell, geh hin. Ach, das Schwert, was die Skeletttypen bei sich hatten. Musst du leicht im Angriff aufheben. Ups, jetzt habe ich mein Ding verpasst. Leichter Angriff. Jetzt hast du dein letztes Sandwich verschwendet. Scheiße. Das brauchen wir hier noch. Ich weiß, dass gleich ein böser Boss kommt. Ja, wo ist er? Hey. Hatten wir? Ah. Los, nimm dir die Kerze. Kerzenständer? Nimm! Und jetzt nimm dir deine Waffe wieder. Oh fuck, Dejan, du hast deinen Knüppel vereiert. Ich könnte ja nochmal hingehen, aber ich glaube, der ist schon weg, oder? Ja, der ist despawned. Jetzt machst du auch deutlich weniger Schaden, wie man gerade sieht. Oh, bitte lass eine Frucht fallen. Oh, Geld. Geld. Alle wollen nur Geld. Oh, scheiße. Ein Spawner. Spawner. Ich muss mehr... Ich glaube, ich bin bald tot. Ach was. Ja, das war's. Jetzt mach. Alter, entschuldigt Leute, dass wir gerade so still sind. Wir müssen uns konzentrieren. Weil wir haben keine Heiltränke mehr und hey, ihr seht ja. Ja. Gut skelettiert, so. Ja, das, wie heißt es? Dieses wuschige Ding aus dem Abfluss. Ja, eine Klobürste. Oh, Leute. Mhm. Luderigkeit in einem LP. Ja, zumindest sind wir jetzt hier so von geldmäßig her nicht weit voneinander entfernt. Stimmt allerdings. Mhm. Ja, wir brauchen das Geld. Ah, oh, die helfen uns. Denn wir kriegen kein YouTube Money. Kein YouTube Money. Ich kann Zauber einsetzen. Ja, die können mich. So, geht doch. Ja. Habe ich in den letzten Videos eigentlich schon von. Oh, jetzt kommt schon was. Habe ich eigentlich in den letzten Videos schon von darüber erzählt, dass ich auf dem Tuber Day 2014 gewesen bin? Und was hast du da gemacht? Außer getubed?
Ihr müsst wissen, der Tuber Day ist der beste Tag für Tube-Tops. Genau. Vor allem feuchte Tube-Tops, denn dieser Tuber Day ist quasi in gewisser Weise ins Wasser gefallen. Hier, nimm Schnecke mit. Oh, scheiße. Schnecki. Hier, nimm die Schnecke mit. Ja, du musst sie auch mitnehmen, Dejan. Ja, weiß ich doch. Jetzt geh zu deiner Giraffe wieder. Ja. Ah, zum Glück hilfst du uns hier, Ich glaub, du sollst Little John. Den. Du bist nämlich etwas... Du bist schon... Also wirklich... Ja. Sehr heftig über dem Level sozusagen. Ach, du meinst jetzt hier von, Ja, du holst ordentlich auf, also du bist ordentlich drauf. Ja, das liegt jetzt wahrscheinlich auch eher an den Spezialfähigkeit von der Giraffe. Ne? Ja, eben, deswegen. Schneller aufleveln. Oh, danke. Also einfach Y, also den oberen Waffenknopf meistens hämmern. Einfach, so, also wie heißt das? Schwach, stark. Das ist eigentlich die beste Kompo erstmal. Ja, meistens. Sieht noch etwas anders aus als vorher, wenn ich das so sagen darf. War noch nicht tot, Mann. Na, ich habe jetzt schon vorhin gedacht, wegen dem Friedhof-Szenario, dass das hier wird wie Ghost. Ich weiß, wer der Boss ist. Ghost und Goblin. Das wird hart. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Echt? Ich sehe Mais. Hi. Es ist Mr. Pop and Corn. Popcorn. Das können wir essen. Ein Lebenspunkt. Kann ich vielleicht auch ein paar Lebenspunkte wiederkriegen, Dejan? Ja, ich mach doch schon was für dich. So, hier, nimm. Guck einfach nur zu. Ja, ich hau ganz viel für dich raus. Yam, 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 yam. Nee, Quatsch, nicht yam, yam, yam. Nom, nom, nom. Ja, da, nimm. Okay, der Programm riecht nicht viel. Also sorry, dass wir so wenig reden. Ja, bei Bosskämpfen muss man immer so ein bisschen konzentrieren. Das ist aber leider bei den meisten Let's Playern so, glaube ich. Ja, trotzdem. Jetzt wurden die beiden Kollegen weggeschlagen. Aber sie greifen zumindest nicht an. Hä? Jetzt kämpfen sie endlich mit! Oh, diese Schweine. Ah, jetzt läuft's. Ich bin hier nämlich die ganze Zeit im Angriff gewesen, so. Ah, okay. Ich wollte jetzt mal die Bombe mal benutzen, aber leider muss man dafür direkt vorstehen. Jetzt schlag zu, Dejan. Du musst ihm alle Maiskolben runterhauen. Du meinst alle Körner. Genau. Ein Maiskolben runterhauen, das macht irgendwie nichts. Egal. Endlich Level 17! Trick 17, nein. Ach scheiße, ich lasse die Bomben. Bomben machen keinen Schaden, die wirken bei Endgegnern nicht. Und das sagst du mir jetzt. Ich dachte, das weißt du, warum du die ganze Zeit Bomben wirfst. Ich dachte, warum machst du das? Ja, weil ich dachte, dadurch macht man mehr Schaden. Nein, macht man nicht. Hast du sinnlos Geld und zugleich neue Kartoffeln kaufen. Naja, ich habe ja eh genug Geld. Ey, wir könnten uns ja eigentlich theoretisch jetzt auch das Dingenskörchen holen, Vieh. Jetzt geht ein Rage-Mode. Ja, jetzt haben wir zumindest genug Geld, um das andere Vieh zu kaufen. Willst du das wirklich? Weiß ich nicht, was kann es denn? Jetzt ist er im absoluten Super-Mode, so. Schlag zu! Ja, muss man erstmal auf die richtige Höhe kommen, wo der Treffer... Wie heißt denn das? Counter zählt fürs Treffen. Fahr! Gib mir eine Herzmassage!
glaub, das war's. Wir haben ihn gleich. Belebt mich wieder! Scheiße! Wo ist er? Warum immer die falsche Taste? Wieso? Du bist doch wieder da. Trotzdem. Der hat mich nur verdeckt. Du musst dich nicht aufregen. So schnell. Wir haben ihn gleich besiegt. Der Bumerang funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Warum benutzt du den dann dort? Die einzige Waffe, die funktioniert, ist der Bogen. Naja, mit 3 Punkten. Naja, das ist mehr so. Belebt mich! Ah, scheiße! Du benutzt immer die falschen Tasten! Scheiße! Das ist jetzt aber deine Schuld. Ja, nee, da kam er ja plötzlich dazu und hat geschlagen, als ich noch. Nee, du musst hämmern! Du da. Nicht organisiert drücken, von wegen so und so und so und ach, so. Ich dachte, man muss das Herz in der Mitte treffen. Nein, einfach nur hämmern, das mache ich doch auch. Okay. Nicht immer alles. Wir können nicht komplett gleich geskillt sein. Du musst auch mal ein paar andere Sachen wählen. Ja, okay, gut. Apropos, wie viele Minuten sind wir jetzt eigentlich schon? Bei 16 Minuten. Okay, dann sollten wir jetzt mal so langsam aufhören. Ich werde nicht ohne besiegten Boss das Spiel hier verlassen. So, Heiltränke kaufen. Dann müssen wir jetzt aber schnell machen. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So. So, pass auf. Der schwere Angriff, das ist die Wiederbeleben-Taste. Und einfach nur hämmern. So, jetzt kauft ihr ein paar Bomben. Die brauchen wir später noch. Geh mal an den anderen, damit ich auch welche kaufen kann. Hallo. So, 5 Bomben reichen vollkommen. Ja. So. Das hier ist der leichte und das ist der schwere. Okay. Warte, zeige ich dir gleich. Okay, zeig nochmal. Okay. Das ist der leichte. Und das ist der schwere, ne? Ja, genau. Okay, das gut. Ist der schwere, ne? Das schon hast du verstanden. Ich kann zählen bis Kartoffel. Wow, ganz toll. So, und jetzt gucken wir erstmal nach, was das neue Tier kann. Ich glaube, das Meme ist. Da sind wir hier falsch. Plus 4 Zauber. Hier gibt's Waffen. Wir wollen dir deine Waffe wiederholen. Wir wollen dir deine Waffe wiederholen. Okay, ich dachte jetzt schon, ich dachte, du warst jetzt kurz verwirrt und wusstest nicht, dass hier die Waffen sind und nebenan die Tiere. Okay, ganz hinten. Ja, gucken wir erstmal, ob vielleicht die neuen Waffen vielleicht besser für dich sind. So, der Hammer macht plus 1 und totschlagen. Mhm. Wäre sogar ganz gut geeignet für dich. Das stunt die Gegner. Mhm. Das sind die üblichen da vorne. Dinger. So, der macht plus 4 Schaden, ist aber erst auf Level 30, insofern uninteressant. Ja, das ist noch ganz der hier wäre wieder für dich, aber der macht Schaden weg. Der macht plus 3 Angriff, der macht Blitzschaden. So, ich denke tatsächlich wieder die Holzlatte für dich wieder. Ja. Okay. Hauen wir ein paar später rein. Wo ist dieses Lichtschwert, also diese glänzende Klinge, die du gerade hattest? Hast du etwa nur du die oder was? Also ich habe sie ja ausgewählt, aber muss sie ja eigentlich hier auch zu kaufen sein, ne? Ich glaube, ich habe sie gesehen. Da. Ist sie ja hier, gut, dann ist alles in Ordnung. So. Na gut, Leute. Ja, dann lassen wir es mal machen, ne? Ja, ist dein Part, insofern. Ja, ja. Es ist 50-50, sagen wir mal so. Und wer ist ja kein Together? Getter da. Ja, stimmt schon. Aber dennoch. Hm. Nervig ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, unter 20 Minuten sind wir jetzt, kriegen wir den Gegner jetzt nicht mehr. Maisboss, so. Natürlich kriegen wir den. So, wir müssen ihn zu den beiden Typen locken, damit sie uns helfen. So, ich habe ein Thumbnail gemacht. Schön. Ah, komm her. So, ah. So sieht's aus. Jetzt kämpft einer auf jeden Fall mit. Wir noch den anderen noch versuchen, noch ranzukommen. So, also kriegen wir wenigstens den Boss gut gepult. So, komm her. Warum ist der Boss denn jetzt aufgetaucht? Wow. Attacke. Oh, Mann. Jetzt war der Gegner so verdeckt, dass er mich nicht getroffen hat. Jetzt haben wir beide mit Zuschauer gepult. Sehr gut.
Ah, okay. Das war es. Leicht, leicht. Leicht, leicht, schwer. So, endlich. Dem habe ich jetzt aber ordentlich Damage gehauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kriegen wir den auf jeden Fall platt. Naja, zum Glück ist das Spiel auch so auf zwei Knöpfe ausgelegt, was die Attacken angeht. Ne? Ja, dennoch ist es eine ordentliche Strategie, die dazu zählt. Allein, dass wir so viel Hitze verursachen, dass wir ihm Popcorn verursachen. Warum ist hier ein böser, mutierter Maiskolben? Ich meine, die Bosse, klar. Das ist Genmais. Also dann wissen wir auf jeden Fall, was wir tun müssen, wenn wir es mit Genmais anlegen. Dawn, dann heißt es dann Dawn of the Corn. Ach, verdammt, ich wollte ihn eigentlich noch mit einem Sturmangriff nochmal treffen. Ja, das wird bestimmt helfen. Mal sammelst du immer ein, ich kapiere den meisten ja, Schaden. Ja, stimmt, ich weiß. Dann nimm. Aha, ich bin jetzt irgendwie so eine komische Rolle. Ja. Habe ich ihm wieder ordentlich Schaden gemacht. Sehr gut, wieder Schaden gemacht. Ah, genau da, wo ich stehe. Passt alle, nur noch drei Körnchen hat er. Zwei Körnchen. Ein Körnchen. Ah, Sturmangriff. Fuck. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Gleich. Gleich haben wir ihn. Gleich, sehr gut. Wird er immer schneller. Ja, jetzt merkt er, dass es langsam zu Ende geht. Das macht er jetzt hier Gaun, diese Reihen raus. Ja, wir müssen uns aufteilen. Geh du mal in die Richtung, ich geh in die Richtung. Wir müssen aufgeteilt. Schlag sofort zu. Wenn ich mich gerade selbst getroffen werde. Oh. Alter. Ah, das macht er jetzt mit Absicht. Jetzt kommt er irgendwo einfach da raus. Alter, der ist doch schon praktisch nackt. Er ist tot. Immer die Lebensanzeige verbackt, yeah. So. Na. Endlich! Danke! Na. Ich habe ihn umgebracht, so. Popcorn für alle! Was holt der da? Das Horn. Klar. Schnell noch, wichtige Frage. Du hast ihn getötet. Ja, naja, 5. 5 mehr XP, das geht. Neuer Bereich. Bereich. Alter! So. Mach einen auf Angriff und einen auf Verteidigung am besten. Na, noch kurz, noch schnell eine Frage. Eine wichtige Frage. Popcorn. Ja. Süß oder süß oder salzig? Natürlich. Natürlich. Sumpflandladen. Was ist das denn? Piggy, macht Nahrung, die dir mehr Gesundheit gibt. Ja, nee, ist klar. Aha. Ich hab noch alle Heiltränke. Guck du mal. Okay, das war jetzt unnötig. Ah. Oh, du Verdammte! Oh, das wäre gut für dich. Das solltest du dir kaufen. Okay. Das erinnert mich irgendwie an die Folge von SpongeBob. Scheiße, jetzt habe ich mir das auch gekauft. Das war doof. So Leute, ihr wisst, was ansteht. Wir werden Geld farmen gehen, damit wir genug Geld haben für später. Wo kommt das jetzt her? Oh. In mein Rohr hat ein Apfel gesteckt.
Ja, sehr gut. Horn. Oh Mann. Okay, wieder mal beim Schmied. Wir sehen uns dann nächstes Mal beim Shop. Wenn wir so ungefähr 200-300 Dollar gesammelt haben, Geld gesammelt haben, damit wir, ihr wisst schon und so weiter. Mhm. Hey, komm, wollen wir noch ein bisschen über große YouTuber ablästern? Warum? Du bist so ein... Hast du letztens gehört, German Let's Plays in Wirklichkeit... Ja, und er sieht, eigentlich sieht er aus wie... Also, ich muss sagen, zum Beispiel dieser gute Gronkh, der hat letztens mit Sarazar zusammen in einem Zimmer und da haben sie... Mein Güte, wer hätte... Meinst du richtig in den... Genau, und dann haben sie sich von vorne... Ja. Aber dann kam... Aber dann kam auch noch Zombie dazu und Zombie hat... Und dann fragte Christoph Krachten, wie ist die Lage und alle machten... Genau, und dann kam auf einmal German Let's Play, die Ecke hat seine Maske runtergerissen, seinen Mund weit aufgerissen und dann... Ja, und dann fuhr ein Boot vorbei und das machte... Oh mein Gott, was für eine furchtbare Geschichte. Genau. So, wenn wir Geld gefarmt haben, Leute, sehen wir uns wieder. Wir werden den ersten Boss platt machen, das gibt nicht so viele Erfahrungspunkte. Ja, wie gesagt, wir müssen Geld farmen, sonst können wir uns keine Sachen kaufen. Das war jetzt echt dämlich mit dem, ihr wisst schon. Ja, ja. Ah, kacke. Okay, wir müssen jetzt mal beenden, die Uhrzeit. Wir sehen uns einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Wir sehen uns dann bei einem sehr langen Extra-Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.